Das habe ich gelernt und ich habe jetzt heute was ganz anderes gelernt. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Mittwoch, der Tag nach dem Kollektionslaunch. Mittwochmorgen, kurz vor 9. Ja, also es ist schon ein bisschen später. Nicht 5.50 Uhr heute. Auch egal. Nee, ich muss jetzt aber dringend los, denn neue Bretter werden geliefert und es müssen einige Bestellungen auch da abgewickelt werden. Deshalb muss ich da was zu tun. Ich muss richtig fleißig sein. Ja, eigentlich nervt es mich, dass ich fleißig sein muss jetzt. Naja, macht ja auch Spaß. Ich muss später auch noch fleißig sein, falls es dich beruhigt. Aber er konnte nicht mal was frühstücken, weil wir einfach zu lange geschlafen haben. Und außerdem hast du noch 100 Autogrammkarten unterschrieben. Genau, ich musste noch 200 Autogrammkarten heute Morgen unterschreiben. Die werden ja gehen nämlich heute alle raus für die ersten Bestellungen. Und dieser Stempel kommt jetzt auf jede Verpackung drauf. Das ist halt unser Manda-Logo. Genau, Marie hat gerade gesagt, nicht auf jede, weil wir haben ja noch, die letzte Kollektion hatten wir so Papierkleber quasi, die auf jede Verpackung draufgeklebt worden sind. Aber da haben wir überlegt, eigentlich könnte man noch weniger Material, also noch mehr Material einsparen. Und jetzt wird einfach nur das Ding draufgestempelt. Genau, aber die Sticker werden auch noch aufgebraucht. Genau. Weil jetzt ist der Stempel ja noch bei uns und beziehungsweise die Pakete gehen eh nicht raus, bevor die Autogrammkarten da sind. Aber trotzdem, wir haben Sven gesagt, er kann ruhig die Kleber noch aufbrauchen, weil ich meine, ne, wegwerfen braucht man sie ja auch nicht. Und wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, sind das neue Autogrammkarten. Also hinten ist wieder die Verpackungsanleitung und vorne ist ein neues Bild von uns zwei. So Schatz, jetzt muss ich gehen. Tschüss. Flunni hat gerade gepiepst. Wenn der jetzt losfällt, kriege ich die Krise. Endlich kann ich die Sportsachen anziehen. Ja, ich habe mich sehr drauf gefreut, jetzt endlich mal da drin Sport machen zu können. Was heißt endlich mal? Ne? Also, muss ja schon sagen, dass ich seit einer Weile mich nicht mehr bewegt habe. Das merke ich jetzt auch. Ich habe nämlich so eine, ja, habe ich das im Vlog schon erzählt? Ich glaube, es war nur auf Instagram. Auf jeden Fall habe ich so eine 30-Tage-Yoga-Challenge auf dem YouTube-Kanal von Fightmaster Yoga angefangen. Also das ist kostenlos, kann man einfach auf dem YouTube-Kanal gucken. 30 Videos, 30 Tage lang, jeden Tag. Die sind alle nur so 20 Minuten lang. Ach, so, meine Yogamatte ist derzeit noch die Bretter Balance Board Matte. Ich habe noch keine Yogamatte. Ich habe es mal so als Wunsch geäußert. Kann man ja mal abwarten, ne, was da passiert. So, und auf jeden Fall, was sollte ich sagen? Ach so, genau, bin ich jetzt bei Tag 3. Und meine Arme, Leute, meine Arme sind Mus, die tun richtig weh. So meine ganzen Schultern und, oh, also ja, es wird Zeit, dass ich ein bisschen was mit meinen Armen mache und diese Übung war nicht mal anstrengend. Das war halt, also waren schon anstrengend für mich, aber wahrscheinlich für jemand anderen halt nicht. Es war so runtergehen in den Stütz und dann so durch in die Cobra und so. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Ja, ich bin noch nicht so im Yoga drin, aber es macht mir sehr viel Spaß und das ist mal so was anderes. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche das. Ja, schauen wir mal, was mich heute erwartet. Also das ist der YouTube-Kanal und heute ist Tag 3. Fun Fact, ich habe keine Yoga-Blöcke und irgendwie braucht man das und deswegen benutze ich hier zwei einigermaßen gleich schwere Bücher. Heute Morgen ist futsch. Ich hatte keine Zeit zu vloggen bisher. Es ist jetzt 20 nach 12. Ich mache mir gerade mein Frühstück, ja? Also, ich habe ja mein Video gemacht. Es war sehr anstrengend, fand ich. Also, ich habe echt gut geschwitzt. Und ich war so wackelig in den Übungen. Das ist echt krass. Das sind so Übungen, die ich einfach noch nie gemacht habe. Und wo so mein Hirn nicht so klarkommt. Also, ich finde es sehr cool, weil es ist eine Herausforderung. Die auch sehr viel Spaß macht, auch für den Kopf. Auf jeden Fall habe ich dann schnell geduscht, hatte dann 40 Minuten Zeit, um zu duschen.
Ja, ich sehe nicht. Ich kann nicht sagen, mich fertig zu machen, weil ich habe überhaupt nichts gemacht, nur mich schnell angezogen. 200 Autogrammkarten zu unterschreiben, zur Post zu düsen, das Paket zu packen, zur Post zu düsen, die Autogrammkarten wegzuschicken, nach Hause zu kommen, kurz Google Hangout installieren. Dann hatte ich jetzt fast eine Stunde ein Telefonat mit YouTube. Und dann hat mich direkt danach mein Opa angerufen. Jetzt musste ich dem gerade versuchen, per Telefon zu erklären, wie er eine neue WhatsApp-Nachricht schreiben kann. Und mein Opa hört nicht sehr gut und er hat ein Android-Handy und ich habe keinen Plan, wo man da eine neue WhatsApp macht, also einen neuen Kontakt sozusagen. Und das war gerade anstrengend. Ich musste so schreien. So, und ich bin schon wieder drüber über den Hunger. Ich habe mir jetzt Porridge gemacht, schneide mir da eine Banane rein und dann wird was gegessen. Ja, ich könnte jetzt eigentlich auch Mittag essen, ne? Auf jeden Fall muss ich dann noch ein Video schneiden und dann habe ich schon wieder das nächste Telefonat. Übrigens habe ich hierzu einfach Milch im Topf erwärmt und Haferflocken mit reingegeben, ein bisschen Zimt und Ahornsirup. Und jetzt werde ich mir noch eine Banane mit reinschneiden. Und kleine Milchempfehlung, wenn ich euch eine Milchempfehlung geben darf, und zwar diese hier. Die schmeckt so lecker, cremig. Also wenn ihr auch mal auf Pflanzenmilch umsteigen möchtet und den Geschmack von Milch, aber gerne mögt oder die Konsistenz, so dieses bisschen cremige, dann ist diese hier, die Barista Edition, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich habe mich umgezogen und mich auch so ein bisschen fertig gemacht, weil ich mich dann einfach irgendwie wohler fühle. Also ich fühle mich wohler, wenn ich so aussehe und in den Spiegel schaue, so an manchen Tagen. Vor allem, wenn es draußen so ein bisschen regnerisch ist und sowas. Und heute Morgen war einfach alles draußen weiß und gefroren und so. Und der Pulli hier ist so richtig schön kuschelig und vor allem ist der aber auch ein bisschen, also er ist nicht eng, wie ihr sehen könnt, aber er ist so ein bisschen enger als der andere und deswegen habe ich das Gefühl, der umarmt mich gerade mehr. Ja, irgendwie brauche ich das gerade. So, ich habe mir einen Tee gemacht und in 5 Minuten schon das nächste Telefonat. Irgendwie ist heute einer dieser Tage, an denen ich das Gefühl habe, ich kriege nichts geschafft. Also, weil ich nur am Telefon hängen. Das ist so, diese Tage finde ich immer so unzufriedenstellend, auch wenn das manchmal sein muss, weil man einfach Dinge besprechen muss. Aber nur telefonieren habe ich immer so das Gefühl, nichts gemacht zu haben. Weil ich muss noch was schneiden und ich wollte eigentlich auch noch, was wollte ich noch machen? Ich muss noch E-Mails machen. Das sind so kleine Sachen. Ich muss hier noch jemandem was sagen, dass das geändert werden muss und ja, keine Ahnung. Das ist so, meine To-Do-Liste wird irgendwie immer länger. Was mich außerdem mal interessieren würde, ihr wisst ja immer so voll viel von unserem Tag. Also, wo stehe ich? Okay, ich halte euch einfach mal und versuche mir nicht die Finger zu verbrühen. Also, ihr wisst ja voll viel von unserem Tag und wisst, was wir so machen den ganzen Tag und so weiter. Und wir wissen aber gar nicht, was ihr so macht den Tag über. Also, es würde mich mal total interessieren, wenn ihr das einfach mal in die Kommentare schreibt. Wie sieht bei euch ein Tag aus? Vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr arbeiten geht, was arbeitet ihr? Oder geht ihr zur Schule? Oder geht ihr zur Uni? Oder habt ihr vielleicht auch frei? Oder macht ihr Homeoffice? Oder weiß ich nicht. Erzählt mal was von euch. Ich möchte mir vorstellen können, wie eure Tage aussehen. Und zu welchem Zeitpunkt am Tag integriert ihr sowas wie YouTube-Videos schon? Bei mir ist das ganz oft, wenn dann, während ich mich irgendwie fertig mache, also während ich mich schminke, schaue ich entweder immer Videos oder Stories. Und dann manchmal halt auch so, wenn man so Haushaltssachen macht. Oder wenn ich warte, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, ich werde jetzt in 5 Minuten angerufen, so lange gucke ich dann Stories oder sowas. Das sind dann bei mir so die Zeiten, weil abends gucken wir eigentlich immer Netflix. Und ich glaube, voll viele schauen abends auch sowas wie YouTube oder so. Let us know. Die ganze Ware haben wir heute Morgen bekommen. Hier sind fertige Matten, die sind auch alle benäht schon. Also wird einfach hier so ein Label rangenäht. Fertige Rollen, fertige Boards und noch mehr Boards und versendete Boards oder die werden jetzt noch zur Post gebracht. Ja, und wie ihr sehen könnt, es ist arschkalt hier drin, weil hier gibt es ja keine Heizung. Und es ist halt einfach wie im Freien. Jetzt habe ich gleich gedacht, Walle kommt schon. Ich muss die Tür aufmachen. Der druckt nämlich gerade unsere Versandlabels aus. Also die können wir so selbstständig generieren. Auch über die Website. Und dann bringen wir die jetzt noch schnell zur Post. So Leute, einige Stunden später ist mittlerweile 19 Uhr. Wir sind gerade eben nach Hause gekommen. Alex war ja Bretter machen und ich war hier zu Hause und habe Zeug erledigt. Und dann hatten wir um 15.30 Uhr einen Termin in der Stadt. Oh Gott, ich muss mal meine Arme abstellen.
War jetzt einfach zu viel heute. Ja, und zwar hatten wir einen Termin bei Strong and Flex. Die haben auch einen YouTube-Kanal, aber wir haben uns eigentlich überhaupt nicht wegen YouTube getroffen, sondern wir haben uns vor kurzem ja mal getroffen wegen Bretter. Die haben jetzt auch ein Brett von uns seit 2 Wochen oder sowas. Und dann war ich so begeistert, wie die trainieren oder wie so denen ihre Ansicht ist, wie man eigentlich leben sollte. Es ist eher so eine Lebensphilosophie, gar nicht so krasses Training teilweise. Und mega spannend. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit Marie so ein Personal Training machen. Und das haben wir heute gemacht und es ist echt mega interessant gewesen. Das war richtig interessant und wir haben halt so alles Mögliche mitgenommen, von wegen, dass wir falsch laufen zum Beispiel, also falsch gehen. Unsere ganze Fußhaltung, also jetzt von uns, nicht allgemein von der Menschheit, wobei das wahrscheinlich sich auch so übertragen lässt, aber ich meine jetzt von Alex und mir in dem Fall. Ja. Jeder von uns halt scheiß Schuhe eigentlich anhat, dass man halt früher auch, oder so die besten Hightech-Schuhe mit der krassen Dämpfung sind halt eigentlich der komplette Müll für uns, weil dadurch muss unser Fuß halt gar nichts mehr ausgleichen und wird halt noch mehr verkümmert eigentlich. Und eigentlich stammen wir halt ja quasi vom Affen ab und der hat halt so richtig krass weit auseinander Zehen und ursprünglich waren unsere Zehen auch mal so auseinander und jetzt werden die halt von dem Schuh, weil die Schuhmarken alle so spitz nach vorne gehen oder so abgerundet sind vorne, so klein zusammengedrückt und dann haben wir auch gar nicht mehr so die Fähigkeit. Genau, wenn man sich mal seine kleinen Zehen anguckt, also Hände hoch inklusive mir, wenn euer kleiner Zeh so ein verkümmertes kleines Ding an der Seite ist, was sich auch noch so zur Seite wegdreht, also gar nicht so, dass der Nagel wirklich nach oben zeigt, sondern so seitlich irgendwie ist. Und das sind lauter solche Dinge, über die macht man sich nicht so viel Gedanken. Man nimmt es so als selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel zu Hause gelernt, ein guter Schuh, der braucht ein Fußbett. Marie, du kannst keine Schuhe anziehen, die kein Fußbett haben. Das ist schlecht, du machst dir deine Füße kaputt. Das habe ich gelernt. Und ich habe jetzt heute was ganz anderes gelernt, dass eben so Fußbett einfach die Hölle ist für deinen Fuß, weil der dann einfach gar nichts mehr arbeiten muss sozusagen. Und klar, es ist natürlich, wenn du eine Fehlstellung hast, dann musst du aktiv an der arbeiten. Du kannst dann nicht einfach die Einlage und den Schuh weglassen und dann sagen, so, so habe ich alles richtig gemacht, dann wird es nicht besser. Aber du musst es halt erkennen und dann musst du aktiv dran arbeiten und so weiter. Barfuß ist natürlich das Beste. Aber auch halt nur, wenn du richtig läufst. Ne? Genau. Also alleine barfuß laufen, das heilt jetzt nicht alle Krankheiten. Du musst dann halt schon darauf achten und an dir arbeiten und deine Gewohnheiten ändern. Und das war aber mega, mega spannend. Da waren wir jetzt die ganze Zeit und jetzt sind wir wieder zu Hause. Und Alex macht noch ein bisschen was für den Mandaladen und versucht da Facebook mit zu verknüpfen und irgendwie so. Und ich bereite jetzt schon mal Essen vor. Es gibt bei uns mal wieder Pizza mit fertigem Blätterteig. Und Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Das ist richtig ekelhaft. Das tut mir sehr leid. Und Aufstrich und Pilze und Aubergine. Schau nicht mal. Können wir mal über diese Aubergine sprechen, die ich nicht mal greifen kann, wie groß sie ist? Sie ist riesig. Also wir werden sie nicht ganz machen, nur einen Teil davon. Und Alex hat, was gestern? Sowas gekauft? Pizza Cubes. Keine Ahnung, was das ist. Auf der Basis von Erbsenprotein. Erbsenprotein, Tomatenmark, Kräuter. Und die streuen wir da dann irgendwie noch mit drauf. Genau. Oh, schaut mal, was es Leckeres gibt. Vielen Dank fürs Kochen. Sieht köstlich aus, muss ich sagen. Ich pause. Jetzt guten Appetit. Guten Appetit. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich begleite heute Marie beim Yoga. Ich werde da ein bisschen mitmachen. Ja. Wir sind heute Morgen schon ein bisschen gehockt. Das haben wir nämlich gestern auch gelernt beim Personal Training, dass man auf jeden Fall hocken sollte. Also genau so sollte man möglichst viel eigentlich am Tag verbringen. Eigentlich sollte man so insgesamt am Tag mindestens 30 Minuten sitzen. Könnt ihr mal ausprobieren. Also ich finde, bei uns geht es jetzt schon ein bisschen länger, wenn man sich da so ein bisschen durchbeißt. Das fängt alles an weh zu tun so ein bisschen. Aber das ist eigentlich die natürliche Entspannungshaltung. Also früher waren die Menschen ja auch so auf dem Klo. In asiatischen Ländern ist das immer noch so. Da sind diese Klos ja oft einfach nur so ein Loch im Boden. Und wir hier in Europa besonders und auch USA und so weiter, wir sitzen ja ganz viel und zwar in einer so rechtwinkligen Position. Und eigentlich ist das hier eine viel bessere Position. Auf einer normalen Toilette, falls ihr es gar nicht wusstet, ist der Darm eigentlich auch abgeklemmt. Und das ist nicht optimal. Und das ist eigentlich eine gute Haltung. Und heute Morgen haben wir so unseren Tee getrunken. Yoga-Stunde beendet. Es hat sehr gut getan, aber ich habe davor irgendwie so einen Kopfstand gemacht und dann ist mir so ein Rücken gefahren.
Also erst hat es voll gut geklappt und dann habe ich eigentlich aufgehört gehabt. Und dann wollte ich nochmal ansetzen und beim Ansetzen in den Kopf stand, ist mir hier in die Mitte so reingefahren. Naja, es wird schon wieder weggehen. Ich mache uns jetzt einen Ingwer-Kurkuma-Zitronen-Shot-Smoothie mit Orange noch oder sowas. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Immun-Booster. Also da drin ist jetzt Orangensaft, eine ganze Zitrone, richtig viel Ingwer, frischer Kurkuma, Goji-Beeren und noch so Immunpulver. Dieses hier haben wir reingemacht. Und jetzt einfach, oh Gott, Idiot, hab den Deckel vergessen. War schon nochmal gut gegangen. Nix, nix. Jetzt aber. Jetzt probier unseren Immunboost. Spitzen. Schon gut scharf mit dem Ingwer, gell? Wow! Ja, aber lecker. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man das ja auch, man müsste das doch eigentlich in so kleine Fläschchen füllen können und dann kann man das einmal die Woche machen oder hält es nicht so lang? Das ist bestimmt halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es einmal die Woche machen würde, aber ich meine, wir könnten es heute für heute und morgen zum Beispiel machen. Ja, weil da ist ja immer noch was da. Vor allem, also ein Shot. Das ist schon ein großer Shot. Das ist halt doch eher auch ein ganzes Glas, gell? Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg in die Werkstatt. Ich freue mich sehr, denn heute gibt es wieder ein DIY, ein bisschen basteln. Es macht einfach so viel Spaß, so rumzuwerkeln mit den Händen. Jetzt muss ich noch gießen, gell? Nur die eine da oben, an die ich nicht dran kann. Oh mein Gott, ich fühle mich wie ein alter Mann. Hier, halt mal bitte. Oh, Achtung. Jetzt muss ich mir jetzt extra einen Hocker holen. Ist alles gut, glaube ich. Danke sehr. Finde ich so cool, wenn ich hier so runter. Die ist echt super schön. Das DIY ist fertig gedreht, hat gut funktioniert. Erstaunlicherweise bei mir hat es mal gut funktioniert und nicht irgendwie 100 Fehlversuche. Es ist schon kurz nach zwei. Wir machen schnell ein paar Nudeln in den Topf und verspannen was. Und zwar werden wir diese Nudeln machen, Soja-Nudeln. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Und zwar haben wir die Nudeln aus einer Box von Surplus und das ist so eine Lebensmittelretterbox. Weil in Deutschland werden irgendwie pro Minute irgendwie ein ganzer LKW an Lebensmitteln weggeschmissen. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, das ist eine Firma, die packen so Lebensmittel zusammen, die eigentlich schon weggeschmissen worden sind, also oder beziehungsweise abgelaufen. Und die werden dann untersucht, so stichprobenartig, ob die noch gut sind. Und alle Sachen, die noch gut sind, werden halt in so einer Box gepackt quasi. Und dann kann man sich da abonnieren oder auch nur eine Box bestellen. Und es gibt sogar eine komplett vegane Box. Und die haben wir mal zugeschickt bekommen. Und das sind die Nudeln da draus. Also falls euch interessiert, lasst mir euch mal den Link unten in der Infobox da. Finde ich eigentlich echt eine richtig coole Sache, dass man halt die Lebensmittel nicht wegschmeißt, sondern nochmal guckt, hey, sind die wirklich noch gut? Weil Mindesthaltbarkeitsdatum ist halt eh völliger Quatsch, weil die meisten Sachen halten eh teilweise Jahre länger. Und wenn man sich da das zur Aufgabe macht und das nochmal ein bisschen kontrolliert, ob das wirklich noch gut ist, dann finde ich das super, dass man das noch weiter benutzt. Und die Sachen in der Box sind natürlich günstiger als normal. Also das sind richtig coole Special-Sachen drin, die normal relativ viel kosten und in der Box ist es natürlich preiswerter. Und so sehen die Nudeln fertig aus. Sie riechen etwas speziell, beziehungsweise halt einfach anders als normale Nudeln. Und drauf packen wir einfach ein bisschen Pesto und mit selber gemachten. Oh, was haben wir denn da? Hallo, hallo! Oh. Sind das etwa die neuen Manda-Sticker? Geil. Schön. Genau, also, die werden bei den Bestellungen dabei sein. Manche von euch werden vielleicht noch die alten dabei haben, den Flamingo, weil wir die natürlich auch nicht wegschmeißen wollen. Ihr wisst Bescheid. Und dann gibt es jetzt bald Nachschub für Sven in Lübeck. Genau, es gibt einmal die dunklen und da drin sind, glaube ich, die hellen in dem anderen Karton. Und hier haben wir wieder unser Motto drauf gedrückt. Start somewhere. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, aber die Bilder haben wir auf jeden Fall selber geschossen. Hihi. Richtig cool. Wo sind die nochmal entstanden? Sind die in Schottland beide entstanden? Ja, sind beide in Schottland entstanden. Auf der Wanderung da, oder? Mhm. Wie waren die Nudeln? Gut. Jetzt denkt man auch, was hat die Marie für einen Dachschaden? Ich überlege gerade. Ich war schon wieder mit meinem Brain wo ganz anders. Gut. Gut. Ja, die waren echt lecker. Die hatten so einen leckeren Biss. So, Freunde. Freunde, das schönen Tag, Mittag, Abends, Nachts. wir beenden jetzt den Vlog, denn der muss jetzt noch geschnitten werden und dann kommt er nachher online. Also es ist schon wieder ein bisschen, seit der Kollektion sind wir irgendwie ein bisschen aus dem Rhythmus. Irgendwie ist so, läuft noch nicht so ganz. Naja. Macht aber nichts. Also, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen
Und ja. Das war's. Genau. Tschüss. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Tschüss.